Hi und willkommen bei Audio für Blinde. Heute geht's mal wieder ums Schneiden und zwar, wie schneide ich mir ein Klavier zurecht? Natürlich mit der Flex und der Kreissäge, das ist mal ein bisschen zurechtstutz, heißt ja nicht umsonst Stutzflügel. Scherz beiseite, aber wir sind ja im Fasching, da geht das schon. Nein, es geht natürlich hier ums Klavier zurechtschneiden in Samplitude. Und ich glaube, die ein oder anderen werden sich schon gefragt haben, was denn etwa aus meiner Idee geworden ist vom Jahresrückblickscover. Die ist nicht verworfen worden, ich behandle sie nur jetzt etwas portionierter. Der Gedanke ist ja nach wie vor, dass wir das noch immer als Jahresrückblickscover veröffentlichen, nur halt nicht mehr Ende 2023, sondern jetzt schon eher Ende 2024. Aber wir können natürlich schon ein bisschen eine Vorarbeit leisten. Ich habe die Klavierspur vom George Nussbaumer bekommen, also die hat er mir schon kurz vor Weihnachten zugeschickt, aber es war dann einfach nicht mehr die Zeit, das Ganze anzugehen. Ich war dann auch längere Zeit nicht im Studio und auch längere Zeit nicht hier am Platz. Deswegen gehe ich es jetzt an. Und deswegen fahre ich Samplitude mal hoch. Ich starte mal das Projekt, wie ich es stehen gelassen habe zum Schluss. Zur Erinnerung, was ist da gemacht worden? Also ich habe mit Independence schon einmal eine Gitarre eingespielt. Die klingt jetzt ungefähr so. Wir liegen hier bei Tempo 138. Und jetzt geht es eben darum, dass ich das Klavier in das Projekt integriere und dass ich es gegebenenfalls auch ein bisschen zurechtschneide. Das ist die Gitarre hier in der Spur 1. Schauen wir mal in die Spur 2. Was haben wir da? Spur 2, Gitarre 2. Ja, das heißt hier noch Gitarre 2. Warum? Die ursprüngliche Idee war ja, dass der Jonas vom Recording-Blog da mithilft. Das ist natürlich noch nicht gestorben, das liegt jetzt nur mal auf Eis. Der Jonas wollte zwar mitmachen, hat aber keine Ressourcen gehabt, mehr keine zeitlichen, weil er so viel zu tun gehabt hat für seinen Adventkalender, den er da alljährlich für uns da bereitstellt auf YouTube, auf seinem Kanal Recording Blog. Jonas, danke nochmal an dieser Stelle für das, was du dir da für uns alljährlich antust und für das, was du da leistest. Das kann man eigentlich nicht oft genug honorieren. Wie gesagt, die Idee, dass er da auch noch eine Gitarre beisteuert, die liegt jetzt einmal auf Eis, vielleicht schaffen wir es ja noch, dass da eine Gitarrenspur zusätzlich noch reinkommt. Wir brauchen jetzt aber auf alle Fälle mal eine Klavierspur. Und die lege ich hier an. In der Spur 4, nein, in der Spur 4 gefällt es mir nicht, weil in der Spur 3 liegt ja das Stimmmaterial, das Vox. Wobei das auch nochmal neu dazukommt. Also ich singe die Stimme noch einmal neu ein. Das habe ich ja nur für den Jonas damals und auch für den George Nussbaumer dann sporadisch eingesungen hier. Sehr dilettantisch eingesungen, muss ich zugeben. Also in einem akustisch nicht behandelten Raum oder nicht ausreichend behandelten Raum. So kann man das natürlich nicht machen, aber ich gehe nochmal ins Kellerstudio und singe das noch einmal ein. Jetzt lege ich mal hier eine Spur in fürs Klavier. Spureffekte, Spureinstellungen, Menü verlassen, Hauptfenster, Spur auf, nach, Hilf, ab, Schalter, Alt, Schalter, Alt, S4, Spurname, Eingabefeld, S4, Alt, nenne ich Piano. Eingabefeld. Spur 3, Volks. Spur 4, Piano. Aber Spurmenü, Spuren ausschneiden, A. Die schneide ich jetzt aus. Menü verlassen, Hauptfenster. Spur 3, Volks. Spur 2, Gitarre 2. Geh hier auf die Spur 2. Spuren kopieren, Spuren einfügen, E. Und setze sie hier wieder ein. Menü verlassen, Hauptfenster, ab, OK, Schalter. Samplitude Pro E. Spur 4, Volks. Spur 3, Piano. Ja, jetzt ist das Piano die Spur 3. Die Vox, die ist jetzt natürlich leer, weil ich das Stimmmaterial rausgenommen habe davon, weil ich ja nochmal neu einsinge. Das ist jetzt die Spur 4. Und in die Spur 3, in die Pianospur, lade ich jetzt eben das neue Klavier von George Nussbaumer. Da hatte ich jetzt die Qual der Wahl. Er hat mir 3 verschiedene Typen geschickt. Zum einen mal das Klavier als MIDI-Datei, damit ich es wieder mit Independence weiter bearbeiten kann. Ich habe mich aber bewusst dagegen entschieden, weil ich finde es ein bisschen spannender, wenn man mit dem Material arbeitet, was man hat, und das ist eben Audiomaterial. Und das hat er mir in doppelter Form geschickt, nämlich zum einen einmal eingespielt mit einem Nord Stage Piano und zum dritten hat er das MIDI-Material nochmal durchgeschickt durch ein VST-Instrument, also durch ein VSTi, durch das Spectra Sonic Keyscape. Das ist ein Piano-Plugin, aber eines, das wahnsinnig gut klingt. Und da hatte ich jetzt, wie gesagt, die Qual der Wahl. Ich könnte jetzt das Nordstage-Klavier verwenden oder dieses Keyscape-Klavier. Und ich habe mich jetzt hier fürs Keyscape-Klavier entschieden. Und ich lade das mal rein in die Spur 3.
Aha, fängt schon an. Also das Erste, was ich mal mache, ist, ich nehme den Gain runter. Ich könnte es in zweierlei Maß machen. Ich könnte es sowohl über den Mixer machen, über den Spur-Gain, über die Eingangslautstärke von der Spur, oder ich mache es über den Objekteditor und nehme einfach den Clip-Gain runter. So, rufen wir mal den Objekteditor Objekteditor, auf. gutes Unterstrich. Objektlautstärke, Eingabefeld 0.00. Ja, hier ist die Ausgangslautstärke vom Objekt. Objektlautstärke zurücksetzen, Schalter. Objektlautstärke normalisieren, Schalter. Objekt ein Eingabefeld 0.00. Und hier ist das Objekt Gain. Und das setze ich jetzt mal runter, pro forma auf minus 10. Dokumentfenster schließen. PC-Cursor. Also ein bisschen viel. Nochmal zurück. Gleichbox, Objekt, ein Eingabefeld, minus 10.00. Machen wir minus 8. Dokument, Haupt. PC-Cursor. Und da hören wir schon, da passen einige Sachen nicht. Und da muss jetzt natürlich ein bisschen zurechtgestutzt und zurechtgeschnitten werden. Und das machen wir nona über Objekttrennung und über die Objektschnitte. Das objektbasierte Arbeiten ist ja eine der Kerndisziplinen hier im Sample Tools. Okay, suchen wir mal den Anfang. So, da mache ich jetzt Markiert. mal einen Schnitt. So, ich spanne einen Bereich über die Spur. Mit A über eine Spur spannen und Steuerung entfernen, löschen ohne nachziehen. So. Also, ich mache hier mal eine Objekttrennung. Ich selektiere das hier mal. Einmal hier ein T für Objekttrennung. Und einmal hier. Jetzt hören wir das Ganze mal weiter und schauen wir mal, ob wir noch was in der Art finden. Ja, da können wir jetzt lang warten. Also ich gehe ein bisschen weiter rein in das Projekt. Ich schaue mal, ob wir was Ähnliches hier finden können. Hier gefällt es mir schon besser. Schauen wir mal, wie es so weitergeht. Okay. Ja, das gefällt mir schon besser. Also mache ich hier wieder ein T. Noch eins. Das kopiere ich jetzt mit Alt C. Geht dahin, wo es hingehört, und setze es ein mit Alt V. Was passiert dann hier? Das Alte, nämlich das hier, wird überschrieben und hoffentlich passt das dann. Und jetzt klingt das Ganze so. Mir gefällt dieses Keyscape auch so. Hört es mal genau hin. Da hört man nämlich genau diese ganzen Steiger auf das Sustain-Pedal. Das können zwar andere Klavier-Plugins auch, wie zum Beispiel dieses Alicia Keys, also wo dieser Flügel von Alicia Keys abgesampelt worden ist. Da hört man auch, wenn man aufs Pedal draufsteigt. Aber hier hört man es wirklich genial heraus. Ja, hier müssen wir nichts machen, groß. Aha, was ist hier? Ja, da hat sich wieder was eingeschmuggelt. So, machen wir wieder einen T. Auch. Schauen wir weiter.
genau das, was ich brauche. Wieder ein Tee. Noch eins. Machen wir wieder eine Kopie mit Alt C. Gehen wir zurück dahin, wo es überschrieben gehört. Und Alt V. Sehr schön. Und hier ist leider ein kleiner Pferdefuß drinnen. Er spielt hier auf D. Aber was habe ich hier gemacht? Ich habe mich ans Original gehalten. Ich spiele H7 auf E-Moll, er spielt D auf E-Moll. Was mache ich hier? Hören wir uns das zuerst mal an. Das wird sich, glaube ich, ein bisschen reiben. 847. Hauptfenster. So klingen beide gemeinsam. Ja, das kann nicht so bleiben. Das muss ich rausschmeißen. Aber so, dass es hoffentlich nicht auffällt. Ich brauche einfach nur diesen D-Akkord selektieren wieder mit einer Objekttrennung. Und weg. So. Und 47. Damit das jetzt nicht allzu sehr auffällt, weil jetzt momentan habe ich hier eine Lücke, hier mache ich ein kleines Fade-out. Phase-Inlänge, Phase-Utre. Was machen wir da? Ja, machen wir 990 Millisekunden, also knapp eine Sekunde ausfaden. Ja, das ist zu scharf. Phase-Utre. Machen wir 500. Phase-Utre-Dokument. Ist auch scharf. Phase in kommt, Phase gut lang. Machen wir es ein bisschen stärker. Machen wir. Phase gut. Ja, gehen wir mal ins andere Extrem. Ist alles zu scharf. Objekt ausbearbeiten, Schalter. Bleistopp, Schalter, Objekt, Pitchhalt, Phase in, Krümmung, Phase in, Phase gut lang. Phase. Machen wir es so. Ich probiere es ein bisschen moderater. Phase in Länge ein, Phase U. Phase in Länge Eingabefeld 5 und 3. Phase U Länge Eingabefeld 990. Phase in Kontextmenü. Phase U Kontextmenü Schalter. Kontext Log L. Und fade es mal logarithmisch aus. Vielleicht hilft dir das. Das ist auch zu scharf. Phase in Länge, Phase U Länge. Menü, Dokument. So, und schon fällt es nicht mehr auf, dass hier geschnitten wurde. Ja, doch ein bisschen. Und so funktioniert das. Ich gehe jetzt nochmal ein bisschen weiter durch, hören wir mal den weiteren Verlauf hier an. Ich starte jetzt einfach mal die Gitarre. So klingt es im Konvolut. Dann brauche ich jetzt eigentlich nur mehr das Klavier in einen AUX-Kanal schicken, suche mir dann so einen richtig schönen Kammernhall raus, also dass das Klavier in so einer Art Hallkammer dann drinnen steht und das dann schön subtil dazu gemischt und man wird die ganzen Schnitte nicht mehr wahrnehmen. So wird es ungefähr gemacht.
Ich hoffe, euch hat es bis hierher mal gefallen. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiterschneiden. Die ganzen Schnitte, die ich hier noch vollführen werde, die zeige ich on detail nicht her. Aber wenn wir uns das nächste Mal sehen, dann habe ich hoffentlich auch schon meine Stimme aufgenommen und dann kann ich mal zeigen, was hier in dem ganzen Projekt schon passiert ist. Und dann geht schon ein bisschen an ein gewisses Abmischen heran. Wenn euch das bis hierher gefallen haben sollte, würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben, einen Like. Lob und Kritik sind auch sehr herzlich willkommen. Ich lese das auch und gebe auch meinen Senf dazu. Solltet ihr den Kanal noch nicht abonniert haben, würde ich mich auch über ein Abo freuen. Drückt das Abo-Knopferl und wenn ihr kein Video mehr wie dieses verpassen wollt, dann aktiviert die Glocke und stellt den Reiter um auf alle, denn dann entgeht euch kein Video mehr, das hier neu erscheint und neu hier hochgeladen wird. Wir sehen uns dann im Video von der nächsten Woche. Bis dahin macht es gut, genießt den König Karneval oder den Fasching, wie man auch immer dazu sagen möge. Lei lei oder Helau. Ciao, bis zum nächsten Mal, euer Patrick.